seit ja jetzt 2 Tagen an, gell? Genau. Wie hat er sich so eingelebt, oder Beat Santos? Ich glaube, sehr gut. Er ist gut angekommen. Sie schauen gut zu ihm, er liegt viel. Das ist ein Zeichen, dass er zufrieden ist. Habt ihr vorher ein bisschen trainiert, bevor ihr nach Beasico gehen wollt? So gut, wie wir hier können, haben wir trainiert, ja. So ein bisschen zu laufen und darum herum. Aber die Leute in der Halle und die grosse Arena kann man natürlich nicht simulieren. Mensch, kommt ihr jetzt an den Schlag mit den vielen Leuten an? Bis dahin habe ich das Gefühl sehr gut. Er macht es gut. Er liegt noch jetzt viel. Ich habe das Gefühl, er macht es gut, ja. Du hast ja gekauft. Kannst du etwas sagen über die Biografie von Santos? Er ist als junger Moni, also das heisst, mein Mitbesitzer Bernhard Hadorn hat die Mutter von ihm gesehen, als Kalber zu Rind. Und hat schon dann dem Züchter, dem Walter Gerber, gesehen, dass wir ein Interesse haben, einen Moni-Kalb von ihm, von der Kuh. Und dann ist es 3 Jahre gegangen. Und dann ist der Bericht gekommen, dass jetzt das Moni-Kalb eben der Santos hatte. Und dann haben wir ihn dort als Monat altes Kalb haben wir ihn gekauft. Und seit das erste Jahr war er bei Bernhard und seit ist er bei mir. Wie alt ist er jetzt? Er ist am 2. Februar 3-jährig geworden. Ja. Das ist jetzt ziemlich von Anfang an gehabt. Das ist noch wichtig für die Zusammenarbeit. Spielt nicht so eine Rolle, aber die Bindung wird natürlich ungemein grösser, wenn man ihn von Anfang an hatte. Und wir lernen den anderen etwas besser kennen. Ich glaube, das ist gegenseitig. Würdest du jetzt das Verhältnis oder die Bindung beschreiben? Habe ich das Gefühl, sehr unkompliziert. Er kann mit vielen Leuten gut. Und gleich, wenn man es am Morgen gemerkt, er kennt ihn, wenn man kommt. Und das Gefühl, wir sind noch gut zusammen. Ja. Musst du nur die eigenen Kühe zulassen mit ihm? Oder kann man andere zuhören? Was geht da noch so? Etwas weniges kommt. Die wir dürfen zulassen, Frömmkühe, aber es sind vorwiegend die eigenen, eben unsere und Hadorns. Ja. Da seid ihr zufrieden mit den Gärten? Bis daher sehr gut. Ja, es sind 25 Kühekalber von ihm auf verschiedenen Betrieben. Bis daher sieht es gut aus. Was schaust du gegen die grössten Qualitäten für Erdingen von Santos? Wir erhoffen uns vor allem mehr Qualität. Also das heisst, bei Muskelung der Tiere, der Grösse der Tiere und auch Milchgehalt, da hoffen wir uns sehr viel. Jetzt ist er ja 3-jährig, ist er schon eher ein stolzes Alter. Was haben wir jetzt noch zusammen im Sinn? Das Gefühl, wie lange gehalten wir jetzt? Jetzt können wir auf ESPA durchlassen, dann kommt er sicher um den Herbst. Wenn alles gut geht, wird er sicher auch noch behalten. Und wie es weitergeht, werden wir dann sehen, wie zeitweise. Also, merci vielmals.